Nochmal einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu Yoga am Morgen. Wie bereits gerade schon erwähnt, wir starten heute im Liegen. Leg dich bequem auf deine Matte. Du kannst deine Beine aufgestellt lassen, du kannst sie auch ausstrecken, so wie es für dich gerade am angenehmsten ist heute Morgen. Ich lasse sie mal aufgestellt, lass dann so die Knie zueinander sinken. Und dann leg jetzt deine linke Hand auf dein Brustbein und deine rechte Hand auf deinen Bauch. Schau, dass dein Nacken bequem ist und dann schließ die Augen. Nach und nach beginne aktiv zu atmen durch deine Nase ein und aus. Und spüre dann auch die Bewegung in deinem Oberkörper, in deinem Brustbein, in deinem Bauch. Spür, wie dein Oberkörper sich hebt und senkt mit deinem Atem. Spür die Bewegung in deinen Händen. Deine ganze Aufmerksamkeit bei deinem Atem. Und dann lass jetzt deinen Atem natürlich fließen, atme nicht mehr aktiv, leg die Arme einen Moment neben deinem Körper ab. Und dann nach und nach öffne wieder deine Augen. Und ganz gemütlich bring jetzt beide Knie Richtung Brustkorb, Hände an die Knie. Und dann bring deine Knie über deine Hüften. Schau, dass dein Herzraum, dein Brustkorb geöffnet ist, dein Nacken lang. Atme tief ein, Nierenstoß, dein Herzraum, dein Brustbein leicht nach oben. Und mit deiner Ausatmung zieh die Knie mit deinen Händen ran, so weit es dein unterer Rücken erlaubt. Und sobald du wieder einatmest, find wieder die Länge in den Armen, öffne deinen Herzraum, heb dein Brustbein aus, zieh die Knie ran und mach das noch ein paar Mal in deinem eigenen Rhythmus. Ein letztes Mal. Und jetzt mach mal so große Kreise mit deinen Knien. Versuch Knie und Füße geschlossen zu halten. Wechsel mal die Richtung. Dann greife jetzt dein rechtes Knie mit beiden Händen. Zieh es nah zum Brustkorb. Und dann leg dein rechtes Bein am Boden ab. Nimm mal einen Atemzug hier. Herzraum bleibt geöffnet. Und jetzt schieb die linke Ferse nach vorne. Jetzt greifst du dein rechtes Knie hier am Oberschenkel hinten unter deiner Kniekehle. Und mit der nächsten Einatmung streckst du dein rechtes Bein senkrecht nach oben. Der Oberschenkel bleibt im rechten Winkel mit deinem Rücken, mit deinem Rumpf und auch wenn du dein Knie nicht ganz strecken kannst. Ja, einatmen, versuch dein Bein zu strecken, aus, wieder loslassen. Dein Fuß geht nach unten.
Und ein Strecken. Auslos lassen. Mit der nächsten Einatmung schieb auch noch deine rechte Ferse zum Himmel. Auslos lassen. Nochmal ein. Aus. Nächste Einatmung, bleib mal hier. Gleich ist dein Knie gebeugt, auch okay. Wenn du kannst, streck dein Bein, Ferse zum Himmel, die linke Ferse nach vorne. Atme tief. Und dann löst das Ganze auf. Streck dein rechtes Bein einen Moment am Boden, entspann mal beide Füße und jetzt spür wieder, wie liegt dein rechtes Bein am Boden auf und wie dein linkes. Ich spüre den Unterschied ganz deutlich. Du auch? Und dann fangen wir wieder hier an. Nimm wieder beide Knie zum Brustkorb, kannst noch mal ein bisschen hin und her schaukeln. Und dann greif jetzt dein linkes Knie mit beiden Händen und dann streck dein rechtes Bein am Boden aus. Atme mal hier. Jetzt schieb die rechte Ferse nach vorne, kommt die Rückseite vom rechten Bein etwas mehr zu Boden. Schau, dass du dein Knie so nicht überstreckst. Dann kannst du erstmal hier dein Knie mal ranziehen, ausatmen. Dann bringst du wieder in die Mitte, Knie und Hüfte eine Linie und bring jetzt wieder deine Hände hier unter deiner Kniekehle an, der Oberschenkel. Außenseite. Und wir machen wieder die Bewegung. Einatmen, streck dein Bein so gut du kannst, dein Fuß ist noch locker. Aus, wieder lösen. Nochmal ein. Du streckst so gut es dir möglich ist. Du hältst hier den rechten Winkel. Ne, dein Bein geht jetzt nicht so nach vorne, damit du strecken kannst. Und jetzt schieb auch die Ferse zum Himmel. Und ab. Mal ein und noch einmal fließend in deinem Atemrhythmus. Und jetzt streck noch einmal dein Bein und dann bleib, wo du bist. Schieb die linke Ferse zum Himmel, schieb die rechte Ferse noch mal nach vorne und ab. Dann löst das Ganze wieder auf. Leg dein linkes Bein ab, spür nochmal nach. Und stell die Füße mattenbreit auf. Schwing deine Knie aktiv von der einen zur anderen Seite, ganz ohne Atem. Bisschen schwungvoll, die Schultern bleiben am Boden, dein Gesäß, dein unterer Rücken. Geht so ein bisschen mit, wir werden ein bisschen dynamischer. Atem fließt. Und jetzt bleib mit den Knien auf der rechten Seite. Atme ein, leg die Arme hinten ab wie ein weites V. Atme aus, dreh den Kopf nach links. Zwei tiefe Atemzüge hier. Und dann kommst du einatmen mit deinen Knien und den Kopf in die Mitte, lass die Arme hinten ausatmen, wechsel die Seite, Knie links, Kopf nach rechts. Zwei tiefe Atemzüge hier. Und dann komm einatmend wieder in die Mitte, ausatmen, nimm nochmal die Knie hoch und schaukel so ein bisschen. Und dann kannst du entweder über die Seite nach oben kommen oder wenn du magst, kannst du hier so ein bisschen mal schaukeln, rollen, die Wirbelsäule nochmal so ein bisschen massieren, aktivieren und dann
kommen wir alle nach oben auf die Knie. Und bei empfindlichen Knien nimm dir jetzt eine Decke unter dein rechtes Knie. Linker Fuß kommt vorne, rechtes Knie am Boden. Und dann schaust du wieder, dass du den Abstand zwischen deinen vorderen linken Fuß und deinem rechten Knie so groß wie möglich machst. Aber ganz wichtig, dein vorderes Knie ist in etwa über dein Fußgelenk. Und du gibst dein Gewicht von deinem Becken nach vorne um, dass du vielleicht eine Dehnung spürst in deiner rechten Leiste. Und finde jetzt erstmal die Position und dann richte dich hier auf. Lass dich nochmal sinken. Und dann heb die Arme neben deine Ohren, heb dein Brustbein. Atme ein hier. Und mit der Ausatmung lass die Arme kreisen. Über hinten und dann nach vorne. Jetzt wird die Wirbelsäule rund und wenn die Arme nach vorne kommen, hier atmest du wieder ein. Nimm den Kopf gerne mit und aus. Vorderes Knie bleibt stabil. Nochmal ein. Reiß die Arme so weit du kannst, spür die Schultern aus und nochmal ein. Und aus. Nächste Einatmung bleibt nochmal. Atme tief. Schau nach oben, wenn dein Nacken es erlaubt, sonst schaust du geradeaus. Und ausatmend lösen wir langsam auf. Setz mal deine Zehen auf. Und jetzt kommen wir zum Ausgleich. In den nach unten schauenden Hund. Lass die Knie noch tief gebeugt. Schieb dich aus Kraft der Arme weit nach hinten, dann hebt das Gesäß, schau, dass die Arme, deine Oberarme in etwa in Linie sind mit deinen Ohren, lass den Nacken locker, die Zehen zeigen gerade nach vorne. Und jetzt kannst du versuchen, deine Beine zu strecken, ohne jetzt hier deine Schultern wieder nach vorne zu. Und jetzt lauf mal auf der Stelle hier abwechselnd die Fersen heben und senken und lass den Rücken lang dabei. Atem fließt. Und einatmen, setz die Knie ab und ausatmen. Spür jetzt einige Momente nach in der Kindshaltung. Die Arme vorne oder hinten, wie du möchtest. Gerne öffne die Knie ein bisschen, damit der Bauch mehr Platz ist, ein bisschen angenehmer. Dann komm wieder nach oben. Wir wechseln die Seite. Linkes Knie am Boden, rechter Fuß ist vorne. Find erst wieder den Abstand, vorderes Knie über Fußgelenk, bring die Hüften in Linie. Und wenn du dann deine Position gefunden hast, richte dich auf. Lass dein Gewicht von deinem Becken nach vorne und unten sinken. Heb die Arme neben die Ohren, heb dein Brustbein. Und dann kommen wir wieder in die Bewegung. Ausatmen, mach Brustkreise mit den Armen. Jetzt wird dir der Rücken rund, die Arme nach unten. Und sobald du anfängst, wieder die Arme über vorne zu heben, atmest du ein. In deinem Atemrhythmus. Nächste Einatmung, bleib nochmal. Stabilisiere nochmal dein Knie, aktiviere die Körpermitte. Und dann lösen wir wieder auf.
Lass den Atem fließen und find wieder deinen Weg in den nach unten schauenden Mund. Und du achtest wieder auf die gestreckte Wirbelsäule und dann erst auf die gestreckten Beine. Find deine stille Haltung im Mund und nimm zwei, drei tiefe Atemzüge hier. Mit der nächsten Einatmung lauf jetzt ganz gemütlich nach vorne zu deinen Händen. Atme aus, wir treffen uns in der Vorbeuge. Schau wieder die Füße gerade, vielleicht brauchst du Hilfsmittel, Stuhl oder Blöcke. Lass mal die Fingerspitzen am Boden und versuche jetzt mal hier deinen Herzraum geöffnet zu halten. Wenn dein Rücken es erlaubt, kannst du deine Beine schon strecken, sonst lass sie einfach gebeugt. Atme ein hier und ausatmen, beugen wir dann an die Knie ein bisschen und lassen die Nase Richtung Knie kommen. Ein, wenn es der Rücken erlaubt, Beine strecken, Herzraum öffnen, aus. Noch einmal so, ein und das Ganze deine Beine auch gestreckt lassen, wenn es dein Rücken erlaubt. Atme mal tief, lass den Kopf los, die Schultern. Und jetzt beug deine Knie tief und setz dein Gesäß nach hinten unten. Die Knie kommen nicht über den großen Zeh, kannst dich auch mehr aufrichten. Und jetzt schieb deine Arme aktiv nach hinten. Aktivität bis in die Fingerspitzen. Variante vom Stuhl. Mach den Rücken gerade hier. So, Rücken strecken, Gesäß zieht nach hinten unten, Kopfkrone nach vorne oben und jetzt hebt die Arme. Und mit der nächsten Ausatmung richte dich auf in den aufrechten Stand, roll mal die Schultern nach hinten. Jetzt spür hier mal in deinem Körper wahr, in deinem Atem wahr. Bleib bei dir, bei deinem Atem, mit deiner Konzentration. Ja, und fixier schon mal einen Punkt am Boden und mit der nächsten Einatmung heb die Arme über die Seite nach oben, streck dich, mach dich lang. Atme aus, tauch wieder ab in die Vorbeuge. Und jetzt, wenn du nicht leicht nach unten kommst, dann brauchst du Hilfsmittel, auch einen Stuhl kannst du machen. Und mit der nächsten Einatmung bring dein linkes Bein nach hinten oben, so auf Höhe von deinem Rücken. Und jetzt dreh den linken Fuß aus, also öffne die linke Hüfte. Platziere die rechte Hand und dann löst die linke Hand und öffne dich nach links. Dreh deinen Brustkorb nach links, heb den linken Arm. Kannst den Kopf mitnehmen, wenn du magst. Vielleicht auf die Fingerspitzen kommen. So, dass wir in etwa eine Linie machen, der stehende Haltung. Und wenn es zu sehr wackelt, lass den Kopf unten. Geh nur so weit rein, wie es passt. Lächel hier mal, wo immer du auch bist. Und Achtung, nächste Ausatmung, beug dein Standbein. Komm zurück in die stehende Vorbeuge. Locker gleich die Knie und mit der nächsten Einatmung kommen wir wieder kraftvoll nach oben. Bring nochmal die Handflächen über deinen Kopf zusammen. Aus, Hände auf dein Herz. Roll die Schultern nach hinten. Bleib einen Moment hier. Spür die eine und die andere Seite. Wir wechseln die Seite. Atme ein. Mach dich nochmal lang. Streck dich. Und aus. Tauch ab.
in die Vorbeuge. Schau, dass du deine Hände gut platzierst, auf einem Stuhl, auf Blöcke, aber stabil. Und dann atme ein, heb dein rechtes Bein auf Rückenhöhe. Atme aus, dreh den Fuß aus. Jetzt lass den Atem einfach fließen. Löse langsam die rechte Hand, öffne dich nach rechts. Hier wackelt es bei mir viel mehr als auf der anderen Seite. Ich lächle trotzdem und lächle. Schau, wo du bist. Hier kann ich nicht ganz so hoch kommen. Es wackelt. Noch einmal tief einatmen hier und ausatmen. Find den Weg zurück in die stehende Vorbeuge. Locker die Knie, atme ein und komm gleich wieder nach oben. Aus, Hände auf dein Herz, Namaste. Lass die Arme sinken, roll die Schultern nach hinten. Schließ deine Augen. Jetzt öffne die Augen wieder. Und mit der nächsten Einatmung nimm mal die Arme über hinten nach oben, schieb dein Herzraum nach vorne oben, also eine schöne Rückbeuge. Nimm den Kopf mit, wenn der Nacken es erlaubt. Und ausatmen, Namaste, Hände auf dein Herz und mit einer gestreckten Wirbelsäule. Machen wir noch dreimal. Ein und aus. Nochmal ein und aus. Letztes Mal ein und aus. Und einatmen, nochmal öffnen nach oben und ausatmen, tauchst du wieder ab. Nimmst einen Atemzug nochmal in deiner stehenden Vorbeuge. Und dann lass den Atem fließen und lauf wieder zurück. Komm noch einmal in den Nacken, schau in den Mund. Denk wieder an den gestreckten Rücken, Arme fest im Boden, die Handflächen, Finger spreizen, Gewicht ist hinten, Nacken ist locker. Füße, Zehen zeigen gerade nach vorne zu den Händen, atmen. Einatmen, setz deine Knie wieder ab und ausatmen. Komm in die Kindshaltung. Arme vorne oder hinten, du entscheidest. Leg die Stirn ab. Auf den Boden. Oder natürlich auch auf einem Block. Und bleib hier im Moment. Falls deine Arme hinten sind, streck sie jetzt nach vorne, weit nach vorne, so weit du kannst. Öffne sie mattenbreit. Und jetzt zieh mal dein Kinn nach innen oben. Dann werden die Schultern so ein bisschen rund und aktiv. Und dann kommst du mit runder Wirbelsäule einatmend nach oben in den Katzenbock. Und wenn die Schultern über deine Handgelenke sind, atmest du aus, lässt die Arme gestreckt und stark, lässt den Herzraum zum Boden sinken, schaust nach vorne auf den Boden und gehst dann zurück in die Kindshaltung, legst die Stirn erst lang ab und dann ziehst du dein Kinn nach innen oben und dann atmest du wieder ein. Ihr kennt es schon, die Welle und aus in der Wirbelsäule. Lass es fließen einige Male in deinen Rücken. Versuch die Arme einigermaßen stabil zu lassen und nicht tief einbeugen. Noch zweimal. Letztes Mal. Und dann lass deine Gesäße auf die Fersen sinken, nimm die Arme wieder nach hinten, spür einen Moment nach hier. Und find den Weg ins Sitzen.
Gerne mit Kissen oder auf einem Stuhl, du kannst auch auf den Knien bleiben. Ich nehme mir auch immer gerne eine Decke oder Kissen zum Sitzen. Also find nochmal deine aufrechte Sitzhaltung. Zum Ende der Einheit kommen wir diesmal und sitzen. Kannst die Beine ausstrecken, ihr kennt es schon. Schau, dass deine Wirbelsäule mit Leichtigkeit aufgerichtet ist. Jetzt lass mal deine Hände hier auf die Oberschenkel sinken, mit deinen Handflächen zum Himmel. Die Ellbogen sind locker. Schieb nochmal deinen Herzraum nach vorne unten. Lass die Schultern nochmal sinken. Schließ die Augen. Lass den Atem natürlich fließen und gerne bleib erstmal bei deinem Atem und komm hier ganz an. Deine ganze Aufmerksamkeit noch einmal bei deinem Atem. Vielleicht kannst du auch jetzt für einige Momente in deine Stille kommen. Sonst bleib bei deinem Atem. Dann sag jetzt wieder Danke zu dir selbst. Danke, dass du dir Zeit genommen hast für dich. Nimm nochmal einen tiefen Atemzug ein und aus, ein durch die Nase. Vollständig aus durch deinen Mund. Dann ganz langsam beweg die Finger und die Hände und öffne deine Augen. Namaste.